Was geht ab, liebe Leute? Heute wird's richtig krass, denn ich darf mit Red Bull Air Race Weltmeister Matthias Dolderer in diesem Kunstflugzeug fliegen. Wieder 6,5 G, machen wir Rolle nach links. Jetzt nehme ich das Gas raus und dann geht der Flieger rückwärts runter, schau. Das klingt super. Scheiße! Da kommt negativ G. Ja Leute, auf jeden Fall wird heute ein sehr, sehr geiler Tag. Wir haben gleich Besuch von einem sehr schicken, habe ich mir gesagt. Du hast gesagt, der ist sehr schick. Brutaler Typ. Von einem brutalen Typen aus, wo kommt der her, welches Land? Brasilien. Brasilianer. Deswegen kommt er zu spät. Erklärt einiges. Der ist dort Schauspieler, super bekannt, irgendwie 16 Millionen auf Instagram. Ein ganz cooler Typ auf jeden Fall. Und weil man mir gesagt hat, der schaut so gut aus, habe ich gesagt, ich muss halt mal meinen Sakko rauslassen. Ne? Ich muss halt auch mal eine Stufe hochziehen, damit ich da ein bisschen mithalten kann und nicht untergehe. Wir fahren heute mit drei wunderschönen Autos. Wir haben den RS5R, den SQ5 und den RS3. Und wir fahren nach Tannheim und besuchen dort den Matthias Dolderer. Der ist Red Bull Air Race Pilot. Und hat gesagt, Jungs, kommt vorbei, wir fliegen ein bisschen. Und ich sag nur so viel, es wird krass, es wird ein sehr schöner Tag. Und ich freue mich. Und ich glaube, jetzt kommen die gerade hier. Hast du deine Kotztüte dabei? Nee, freue ich nicht. Aber du bist so abgehärtet, selbst oder? Selbst ist der Mann, ey. Ja, du bist abgehärtet. Ich weiß, ey, wir haben das schon mal, als ich noch ein bisschen jünger war, haben wir das schon mal gemacht mit der Deutsche Post Speed Academy damals. Und da war ein Fahrer dabei. Den hat es so zerstört, in dem Flieger zu sitzen, dass der, als der Ausstieg so weiß war und der konnte seinen Mund nicht mehr bewegen, der war Knockout. 5 Minuten Knockout. Da hat so das Blut rausgepresst, also da geht was. Hallo. Hey. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Yeah. There's the cars. Yeah. What's up, man? Hey, what's up, Daniel? Hi. Hey. How's it going? Very good. You? Yeah. Perfect. Better than yesterday, you know? I was so excited to be here today, to see the cars, to meet you. So, first of all, it's a pleasure. Thanks for inviting me. Thanks for coming, man. I hope we can have a good day with some proper cars. No doubts about it. We'll be good. What? Old or young? Gang hier. So, dass wir ein Private sind. Wir jetzt eine Red Crew werden. Alle haben so dieselbe Jacke irgendwie an. Also, er interessiert sich auf jeden Fall. Fasst doch alles an hier. Ist gut. Ist cool. Man merkt schon, dass er auf jeden Fall Bock hat. Guter Typ auch. Echt sehr freundlich, sehr anständig. Ne? Ich meine, es sind Brasilianer, aber er könnte ja ganz anders sein. Wir kennen das ja ganz anders. Nein, aber echt cool. Macht echt Spaß. Oh man! It's a simple present for you to say thank you for inviting us, thank you to support us, and thank for the kindness. So Chris is our manager and Kleber. It's a GoPro gift for you. Awesome. And one more time, thank you so much. Thank you very much, my friend. Yeah! Awesome. Very good. Nice. Yes! Finally the good stuff. Now you can do a lot of good videos. Yeah. I'm not saying that you guys are not good. I'm just joking, but you know, like. No, it will be better now. Sehr gut. Da freuen wir uns, oder? Ja. Ja, haben wir gar nicht gesagt. Ne? Also die ganze Aktion, die hier gerade läuft, die ist ja von GoPro organisiert. Also er tourt wirklich durch ganz Europa mit GoPro, filmen Sachen, erleben Dinge. Und jetzt haben wir noch ein Geschenk bekommen. Ist geil, können wir euch wieder schöne, neue, frische Sachen zeigen. Super nice. Mhm. Alright, also Station Kempten haben wir jetzt hinter uns. Ne? Brasilien in Kempten. So geil, hat ihnen gut gefallen. Jetzt haben wir die wunderschönen Autos hier. Jetzt werden wir zwei uns in den RS5R hocken, in den schwarzen. Und werden nach Tannheim fahren, wo uns dann der Matthias mit seinem Flieger erwartet. Maybe we can sleep in.
work today. Then I'll make you scrambled eggs. We got no plans for the day. Let's stay inside and play video games. No. Cause we both deserve this time. Hey, servus. So Freunde, wir sind jetzt hier mit dem Matthias Dolderer, Red Bull Air Race Champion, der uns jetzt dann gleich mit, was genau hier rumscheuchen wird? Das ist eine XH300, hat 300 PS, fliegt 430 km/h schnell maximal, geht plus minus 8 G zu zweit. Und man muss schon mal, du sagst es so nebenbei, 8 G. Also in einem Formel 1 Auto auf der Bremse aktuell mit dem jetzigen Reglement haben die ungefähr 7 G, wenn es wirklich hinkommt. 8 G ist... Was sind andere G? Sind heavy. Ist es anders? Andere ja? Gs. Bei Formel 1, da hast du auf der horizontalen und auf der Querachse. Ja. Und wir haben die Gs überwiegend auf der vertikalen Achse. Das heißt, was die Gs bedeuten, also 8G, wenn du jetzt 80 Kilo wiegst, dann wiegst du 640 Kilo, wirst du in den Sitz gedrückt. Und das Blut versucht aus dem Kopf nach unten wegzugehen und das Blut transportiert den Sauerstoff. Das brauchst du wieder, um sehen, hören, reden zu können. Und wenn du zu wenig Blut da drin hast, dann das Erste, was passiert ist, du siehst Sternchen. Die kann man sich auch bewusst herziehen. Wenn du dann weiterziehst, dann kommt der Tunnelblick. Und wenn du noch weiterziehst, dann kommt der Blackout. Und wenn du noch weiterziehst, kommt Bewusstlosigkeit. Und das muss man natürlich vermeiden. Geil. Ja, weil er scheucht mich nämlich immer durch den Pass. Mir wird super schlecht schon bei so ein bisschen Passfahren und so. Und ich habe mir gedacht, wir können uns heute an ihm heute rächen, so ein bisschen. Ja, du, ich hab mal einen Haufen Kohle gezahlt. Ja, das ist mega, ja. Der Flieger, das ist ein extra 300, ist in Deutschland gebaut. Wiegt um die 600 Kilo, hat 820 Abfluggewicht, der ist im Kunstflug, der Flügel ist aus Kohlefaser, der ist gut für 30 G, also der ist sehr stabil. Hinten sitzt der Pilot, vorne der Passagier, der Daniel hat vorne auch einen Steuerknüppel und die Seitenruder, wo er selber mal probieren kann, selber mal eine Rolle fliegen, Looping fliegen, ausprobieren. Ja, ist jede Menge Fun. Wir haben 50 Liter Sprit dabei, das reicht nicht zu lange, so um die 20 Minuten. Wenn wir gescheit Gas geben, brauchen wir um die 100 Liter, 110 Liter in der Stunde. Im Reiseflug so um die 60, aber dafür sind wir natürlich schnell unterwegs. Und Fallschirm gibt's. Genau, und Fallschirm haben wir natürlich auch dabei. Im Falle des Falles, man aussteigen müsste, wenn irgendwas eine Steuerung blockiert oder irgendwas nicht geht, der Motor stehen bleibt über unlandbarem Gelände, dann wird man natürlich aussteigen. Aber in der Regel zu 99,99% brauchen wir den nicht. Also ihr habt vollstes Vertrauen auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Ich auch. Geil. Ich freue mich jetzt. Excitement in mir raus. Das Adrenalin. Ein bisschen aufwärmen noch. So, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Fallschirm. So, ready. Schauen, dass der bequem sitzt. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass es extrem ist. Eine extreme Challenge für den Körper. Und ich freue mich drauf. Wir starten. Let's go! Also gut. Kameras laufen. Den Ton nehmen die auf, oder? Ja. Hammer. So. Geil. Are you ready? Ich glaube ja. Okay. Dann gehen wir. Let's go! Schon Rauch rein, ne? Ja. Wir fliegen einmal vorbei, dann gehen wir ein bisschen nach West. Ja, alles klar. Alles gut? Ja, klar. Geil.
gehen wir mal so in diese Richtung. Jetzt kannst du mal Knüppel übernehmen. Ich bin weg. Beide Hände, meine Hände sind oben. Und du, jetzt machen wir Funke weg, leise hier. Genau, einfach mal den ausprobieren. Mal rauf, runter, links, rechts. Das ist brutal, wie stark das reagiert, ne? Ja. Mal ein bisschen nach rechts. Und Knüppel neutral und jetzt Knüppel ganz nach links. Ganz nach links, ganz nach links. Links, links, Vollausschlag. Ah! Ja. Ah! Jawohl. Leck mich am Arsch. Ich bin komplett weg mit den Händen und Leck so, ne? Leck mich am Arsch. Warte mal. Ah. Also, mit voller Wucht links, oder? Ja, genau. Ah! Ist lustig, gell? Wie es da am Sekt umgeht. Richtig krasses Gefühl. Rolle nach rechts. Boah. Was? Easy, oder? Ah, oh, super easy. Dann, jetzt bleibst du mal mit dran, jetzt machen wir mal ein Looping gemeinsam. Ja, scheiße. Jetzt schauen wir links raus. Ja, jetzt sind wir so bei 70 Grad, 80 so, jetzt lassen wir ein bisschen nach. Schauen wir nach vorne, da kommt der Boden wieder. Lassen wir oben rüber floaten. Und dann, wenn er runter geht hier, dann fängt man wieder ein bisschen ziehen an. Und schauen wir mal ein Looping geflogen. Okay, scheiße. Ich bin weg, alles deine Kontrolle. Flügel gerade machen, genau. Und jetzt einfach mal bitte ziehen. Weiter, und ziehen, weiter, mehr ziehen, gut, weiter. Jetzt ein bisschen nachlassen. Genau. Jetzt wieder ein bisschen ziehen, ganz leicht ziehen. Und wieder ein bisschen mehr ziehen. Bitte jetzt noch ziehen. Yeah! Juhu! Perfekt. Einer Looping. Scheiße. Ich hab meine Hände oben gehabt. Jetzt drehen wir uns mal auf den Rücken. Mach einen Rückenflug. Das ist jetzt minus 1G. Jetzt hängst du mit dem eigenen Körpergewicht in die Kurve sozusagen, ne? Und wenn man jetzt eine Kurve fliegt, dann hast du minus 2G, dann merkst du, wie sich langsam der Druck aufbaut im Kopf. Ach, shit. Und so andersrum. Cool, oder? Halt drauf! Wunderbar! Wo ist links und wo ist rechts? So. Wie geht's? Ja, ist alles okay. Alles okay. Ein bisschen Gesichtsspannung verloren, aber... Oh. Jetzt ist Flachdudel, ne? Jetzt ist links gar keine Strömung mehr am Flügel. Nur noch rechts. Jetzt gehen wir senkrecht nach oben. Jetzt schauen wir links raus. Wir machen eine Rolle nach oben. Machen wir eine Rolle nach links. Wieder 6,5G, machen wir eine Rolle nach links. Achtung. Ich meine, jetzt müssen wir links nachschauen. Machen wir 4 Rollen nach links. Jetzt nehme ich das Gas raus und dann geht der Flieger rückwärts runter, schau. Oh, das klingt super. Scheiße. Der 4 Zeitenrolle, Achtung. 3, 4 und nochmal. Du, 3, 4 und nochmal. Links da, schau. Und ein bisschen relaxed. Ich bin total relaxed. Hast du das Gefühl, dass ich nicht relaxed bin? Das ist Facelifting. Das ist besser wie Nivea. Ja, oh, super. Und dann... Immer nochmal in die Senkrechte. Gehen senkrecht nach unten. Jetzt drücken wir nochmal. Oh, scheiße. Man kommt negativ, geh. Das ist schon minus 3 und dann noch weiter. Oh, Badabadu! Geht's gut? Oh. Jetzt habe ich ja wirklich fast das Sieg verloren. Okay, okay.
Alles gut bei dir? Ja, jetzt komme ich gerade ein bisschen runter. Jetzt kommt so ein ganz leichtes Übelkeitsgefühl. Ja, dann passt ja genau jetzt. Und? Geht ihm gut? Jegliche Kontrolle über meinen Körper verloren. Oh. Wie geht's? Das alles? Super, oberaffen geil einfach nur. Ihr könnt's euch gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Hat bestimmt die GoPro aufgenommen, jetzt meinen Gesichtsausdruck. Du verlierst die komplette Kontrolle über deinen Körper, über alles. Es sind Kräfte da drin. Und das ist ja noch nicht mal ansatzweise das, was die in Wirklichkeit haben. Also allergrößten Respekt. Das ist. Oh, du Scheiße. Oh. Sehr geil. Ach, Traum. Ach, Traum. Ein bisschen Traum. Schwindelig ist mir. Gut hat er es gemacht. Oh. Du hast aber ein bisschen geschwitzt, hast, oder? Voll krank, Mann. Und dann durfte ich selber Looping und Rolle machen. Und du sitzt da drin und das ist so, das reagiert so schnell. Du schießt diesen Hebel rüber und macht einfach nur, wow, und dreht sich einmal rum. Und oh. Das ist surreal. Wirklich, es fühlt sich surreal an, ne? Ohne Scheiß. Was haben wir denn? Was war Spitze jetzt? Sieht man das irgendwie? 7G. Nur 7 minus 3. 7G und ihr habt was? 12G. Ja. Mal kurz 2 Minuten. Ja. Oh, so Leute, Kreislauf ist wieder ein bisschen back im Game. Krasse Erfahrung, geiler Tag. Super, super schön. Noch schnell den Jungs danke sagen, ne? Ja. Vielen Dank nochmal. Gerne. Sehr geil. Was. Super geil. Super nice. Freut mich, dass er gefallen hat. Ja, war. Geht's ja wieder bitte besser? Total. Ich freue mich schon auf die Bilder zu sehen, wenn mein Gesicht sich verzerrt. Ich habe es nur gespürt, aber. Ja, gut mitgemacht. Heftig. Ja, cool. Vor allem das Negative, gell? Ist mal was anderes. Ja, ein Traum. Und du merkst, wie das Gesicht ein bisschen gefaceliftet wird. Just say goodbye to the. That's team all the way up watching. Oh, you know, sure. You know that. Yeah, sure. So, yeah. First of all, thank you so much to watch it. If you didn't subscribe yet, subscribe to the channel. And thanks for watching us. Yeah? Yeah. Ciao. Thank you. Ciao. It's good to have you guys here. Ciao. Nothing can stop me. I'm all the way up.